In dieser Vorlesung werden wir Hypothesentests aus der schließenden Statistik betrachten. Wir werden ein Beispiel dafür durchführen, einen exakten Binomialtest anhand eines konkreten Beispiels. Und am Ende werden wir dann diesen Ablauf, der dann auch immer gleich aussieht, nochmal allgemein formulieren. Unsere Hypothese, die wir untersuchen wollen, ist, dass wir annehmen, dass es gleich wahrscheinlich ist, dass ein Junge oder ein Mädchen geboren wird. Und mathematisch formulieren wird es so, dass wir eine Aussage über Wahrscheinlichkeiten machen. Deshalb das große P, das Symbol haben wir ja schon eingeführt. J steht für Junge. Und wenn die Wahrscheinlichkeit dafür für beide Fälle gleich sein soll, dann heißt es eben P von J. Die Wahrscheinlichkeit, einen Junge zu bekommen, ist genauso groß wie ein Mädchen zu bekommen, nämlich ein halb. Zusammen wissen Sie sich ja, auf 1 addieren. So, das ist unser Nullpunkt, unsere Grundannahme, und in der schließenden Statistik bei den Tests nennen wir das dann Nullhypothese. H0, das ist hier dieses Symbol. Das soll ausdrücken, das ist unser Basispunkt, alles was wir nachher berechnen, was wir aussagen, bezieht sich immer auf diesen Nullpunkt. Und wie immer im Leben braucht man eben zu einer Aussage auch eine Gegenaussage, eine Antithese, eine Gegenthese. Die nennen wir H1. Sozusagen das Gegenteil. Und das Gegenteil wäre jetzt, die Wahrscheinlichkeit einer jungen Geburt ist größer als 1/2. Wie groß, wissen wir nicht. Das heißt, wir haben einmal die Aussage, ist gleich wahrscheinlich, und einmal die Aussage, es ist wahrscheinlicher, einen Jungen zu bekommen als ein Mädchen. Wie überprüfen wir unsere Hypothesen? Wir betrachten einfach eine Menge von Neugeborenen in Deutschland, möglicherweise alle, das werden wir später noch sehen, wie wir das wirklich durchführen. Das heißt auf jeden Fall, wir haben eine Menge von Neugeborenen und die Anzahl, das haben wir immer schon klein n genannt. Wir führen jetzt einfach Symbole ein. Und wir wollen zählen, das heißt, wir werden auch solche Variablen betrachten, die heißen immer groß X. Und das E steht hier einfach für das ite Baby, für das ite Neugeborene, und die soll 1 sein, wenn es ein Junge ist. Wir wollen ja sozusagen später die Jungen zählen, wir könnten auch die Mädchen zählen. Dann schreiben wir jetzt aber eine 0 hin, wenn das Baby ein Mädchen ist. Und insgesamt, wenn wir das hier betrachten, das große X, einfach die Summe dieser n Nullen und Einsen, und da kommt natürlich genau das raus, was wir suchen, nämlich wie viele Jungs waren denn jetzt bitte bei diesen n9 Geborenen, und n minus diese Anzahl ist dann die Anzahl der Mädchen. Das werden wir jetzt näher untersuchen. Wenn unsere Nullhypothese stimmt, die vorhin an der Tafel stand, wenn wir jetzt 100 Neugeborene haben, würden wir erwarten, dass da eben 50 Jungs, 50 Mädchen dabei sind. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich aber auch so ein Zufallsexperiment. Wir dürfen nicht genau erwarten, dass es 50 sind. Und das ist genauso der Gegenstand des Tests, den wir dann hier durchführen. Und eines muss uns klar sein, wenn wir jetzt uns vielleicht mal einfach ein zufälliges Krankenhaus in Deutschland aussuchen, vor 2 Tagen, wir rufen da an und sagen innerhalb von 24 Stunden, was gab es denn da bitte, wie viele Neugeborene gab es, wie viele waren davon Jungs, wie viele waren Mädchen. Gehen wir mal davon aus, das waren 10 Stück. Und da muss uns eins klar sein. Auch wenn unsere Nullhypothese stimmt, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es 10 Jungs gab und kein Mädchen. Es ist nicht unmöglich. Es ist vielleicht unwahrscheinlich, aber es ist nicht unmöglich. Das heißt, das hier. Diese Wahrscheinlichkeit ist echt größer als 0. Sie mag sehr klein sein, aber sie ist nicht 0. Das muss uns nochmal richtig klar werden. Okay, jetzt
können wir sogar noch viel mehr machen, nämlich wir können diese Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Wir können nicht nur sagen, die ist größer als 0, sondern wir können sagen, wie groß ist sie denn wirklich. Und zwar sind die Geburten, ob jetzt ein Mädchen oder ein Junge geboren wird, können wir auffassen wie etwas, was wir schon gemacht haben, nämlich ein Münzwurf-Experiment, wo wir gesagt haben, es ist gleich wahrscheinlich, dass ich einen Kopf oder eine Zahl würfle. So ein sogenanntes Bernoulli-Experiment ist das. Und dann erinnern wir uns auch daran, wenn wir dann dieses Bernoulli-Experiment n-mal durchführen, das sind wir genau bei unseren n-Babys, dann haben wir eine Variable, die ist binomial verteilt. Und das haben wir so geschrieben. Diese Binomialverteilung hatte zwei Parameter, nämlich einmal, wie oft habe ich wiederholt. Das ist unser n, vielleicht sogar später mit einem exakten Wert, aber auf jeden Fall mit n, den kennen wir. Und der zweite Parameter ist die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel, dass Kopf oder Zahl kommt, oder eben jetzt hier Junge oder Mädchen, und zwar nehmen wir die Wahrscheinlichkeit in unserer Nullhypothese, in unserem Basispunkt, haben wir gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist 1/2. Und jetzt kann es die Mathematik helfen, nämlich, wenn ich das hier weiß, kann ich das hier ausrechnen. Das x ist binomial verteilt. Und jetzt gehen wir wirklich mal davon aus, wir hätten ein Krankenhaus angerufen und die haben 10 Neugeborene, 10 Babys. Das heißt, wir kennen auch diese Zahl. Und jetzt können wir diese Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Das Krankenhaus kann es natürlich später sagen, wie viele Jungs wirklich geboren worden sind. Aber zuerst mal können wir jetzt hier sagen, die ist größer als 0. Aber wie groß ist sie denn eigentlich? Wie unwahrscheinlich oder wahrscheinlich ist das? Und die Binomialverteilung kann man einmal per Hand ausrechnen. Oder wir haben das auch schon im Studienbrief betrachtet. Wir können das mit Hilfe des Rechners ausrechnen. Aber wir schreiben es jetzt einfach nochmal hin. Und da sieht man auch schön, wie sich das verteilt. Hier vorne der Binomialkoeffizient. Aber hier steht die Wahrscheinlichkeit für einen Jungen. Hier steht die Anzahl, wie viele Jungs haben wir denn. Und dann steht hier natürlich die Wahrscheinlichkeit für ein Mädchen. Und 10 minus 10 ist natürlich 0. Das heißt, da steht immer 1/2 hoch 10. Und ungefähr kommt daraus 0,001. Ein Tausendstel. Wir haben ja schon gesagt, das ist größer als 0, es ist eventuell sehr klein, sehen wir hier auch. Also wir würden schon wahrscheinlich vermuten, das kann nicht so oft auftauchen. Aber jetzt machen wir mal weiter. Das können wir jetzt genauso weiterspielen, bis wir sozusagen wieder bei 0 sind. Aber auch für die 9 können wir das ausrechnen. Und diese Zahl, da steht immer wieder 1 durch 1024. Oder wie gesagt, wir machen das mit Excel oder OpenOffice. Und da kommt ungefähr 0,01 raus, also schon eine ganze Zehnerpotenz mehr als hier. Ja? Und das kann man uns noch nicht vorstellen. Je weiter wir hier jetzt nach unten gehen zur 5, werden die Wahrscheinlichkeiten immer größer werden. Ja? Unsere Hypothese ist ja, dass da eigentlich 5 steht. Gut, jetzt müssen wir das ist aber extrem unwahrscheinlich, das ist sehr unwahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist zu klein, das müssen wir jetzt in irgendeiner Art und Weise, müssen wir das fassen können, wir müssen das mathematisch beschreiben können. Also was heißt eigentlich extrem unwahrscheinlich? Das sind Wahrscheinlichkeiten, das heißt, wir müssen jetzt Werte angeben, wo wir sagen, also eine Wahrscheinlichkeit kleiner als die Zahl, die ist extrem unwahrscheinlich. Und in der schließenden Statistik werden wir fast immer 3 Werte haben, die man dafür nimmt. Das ist einmal 0,01. Wahrscheinlichkeiten sind immer Zahlen zwischen 0 und 1. Dann denken, trotzdem denkt man ja oft auch in Prozenten. Und deshalb steht dann hier natürlich 1%. Nächster Wert, 5%, 0,05.
Das sind so die, eigentlich die zwei Werte, die man sehr, sehr häufig findet. Den dritten, ja, wir werden ihn nachher verwenden, weil er einfacher zu rechnen ist, 10%. Das heißt, wir wählen uns eine dieser Wahrscheinlichkeiten aus und sagen, eine Wahrscheinlichkeit, die kleiner ist wie das hier, das ist ein Ereignis, das ist etwas, was extrem unwahrscheinlich ist. Und diese Begriffe, das nennen wir dann nicht extrem unwahrscheinlich, sondern das ist das sogenannte Signifikanzniveau. Das Symbol dafür ist ein Alpha. Und das merken wir schon, wenn wir zum Beispiel sagen, Alpha gleich 0,1, 10% als Signifikanzniveau. Und dann würden wir diese beiden Ereignisse als extrem unwahrscheinlich einstufen. Wenn wir bei 0,01 sind, ja, hier steht ja eh ungefähr gleich, da stehen noch ein paar Zahlen danach, dann ist es gerade so an der Grenze, das da ist nach wie vor extrem unwahrscheinlich. Das heißt, wir sind gerade dabei, solche Prosa-Begriffe wie extrem unwahrscheinlich, später auch zu groß, wirklich als Zahlen zu fassen. Wir werden jetzt mit diesem hier arbeiten. 10% ist sehr groß, aber das ist jetzt für die Darstellung, für die Rechnung, die wir gleich machen werden, ist das einfach. Alpha gleich 0,1 heißt jetzt eben, extrem unwahrscheinlich sind Ereignisse, sind Dinge, Ergebnisse, die eine Wahrscheinlichkeit kleiner als 0,1 haben, also ein Zehntel. Jetzt haben wir alles, um unsere Hypothesen zu überprüfen. Wir haben einmal immer noch unsere Grundhypothese, die wir ja genommen haben, um die Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, nämlich die Wahrscheinlichkeit für die Junggeburt ist 1/2. Unsere Gegenhypothese ist, dass die Wahrscheinlichkeit für den Jungen größer als 1/2 ist. Wir haben diese Indikatorvariablen und das werden wir jetzt wirklich durchführen. Wir haben ein Krankenhaus angerufen, wir haben 10 Babys, wir haben die aufgezählt. Und wenn unsere Grundannahme, wenn unsere Nullhypothese stimmt, dann ist das hier binomial verteilt mit n gleich 10 und p gleich 1/2. Und wir haben das Signifikanzniveau 0,1, das heißt, wir haben festgelegt, was ist denn extrem unwahrscheinlich. Was wir jetzt erwarten würden ist, wenn diese Hypothese stimmt, dass dann, wenn wir eine Stichprobe machen, dass da x gleich 5 rauskommt. Genau die Hälfte von 10. 5 Mädels, 5 Jungs. Das heißt, wir lehnen unsere Grundhypothese dann ab, wenn dieser Wert von x zu groß ist. Zu groß für x heißt schichtenergreifend, die Wahrscheinlichkeit für diesen x-Wert ist zu klein. Das haben wir schon festgelegt. Das ist hier Grad Alpha gleich 0,1. Ich habe ja vorhin, haben wir schon festgelegt, wir haben jetzt ein Krankenhaus angerufen, wir haben 10 Neugeborene und das Ergebnis dieser Stichprobe ist, es gab 7 Jungs. Das haben wir eben gerade schon festgelegt. Wenn das x, der Wert von x zu groß ist, dann lehnen wir H0 ab. Aber wann ist x zu groß? Das machen wir jetzt wieder mit unserem Signifikanzniveau. Ein zu großer Wert von x ist nämlich genau ein Wert, der zu unwahrscheinlich ist. Ja? Und dann schauen wir uns das Stabdiagramm der Binomialverteilung, das schauen wir uns einfach an und merken dann, die Gegenhypothese ist ja, x ist größer als 1/2. Ja, das heißt, wir fangen jetzt am rechten Rand unseres Stabdiagramms an und schauen einfach, wann ist denn sozusagen x zu groß. Das haben wir schon ausgerechnet. Wie wahrscheinlich ist es denn, wenn die Grundhypothese, die Nullhypothese stimmt, dass wir 10 Jungs bekommen hätten? Ist ja nicht passiert, aber könnte ja immer noch passieren. Dieses H0, das stand vorher nicht dran, das werden wir nachher auch wieder weglassen. Das soll Sie einfach nur daran erinnern. Alle Wahrscheinlichkeiten, die wir jetzt ausrechnen, basieren auf unserer Basis, auf unserer Nullhypothese H0, dass die Wahrscheinlichkeit 1/2 ist. Das war ungefähr 0,001 ist extrem unwahrscheinlich, weil es nämlich kleiner ist als unser Signifikanzniveau. Ja? Okay.
Wie wahrscheinlich ist es denn, 9 oder 10 Jungs zu bekommen? Es ist immer noch extrem unwahrscheinlich. Das ist einfach die Summe, dass wir 9 Jungs haben. Das war gerade 0,01, hatten wir schon ausgerechnet. Ist immer noch viel kleiner als 1/10. Ja, also auch das würde uns dazu bringen, zu sagen, nee, wenn das Krankenhaus jetzt meldet, 9 Jungs, 1 Mädchen, würden wir sagen, nee, dann kann unsere Grundannahme nicht mehr stimmen. Schauen wir mal, wie es mit 8 aussieht. Das ist ungefähr 0,044. Das ist gerade die Wahrscheinlichkeit für 8 Jungs. Da addieren wir das für größer gleich 9 dazu. Das ist 0,055, immer noch extrem unwahrscheinlich. Ja, also auch ein Ergebnis von 8 würde uns dazu bringen zu sagen, nee, wir lehnen H0 ab mit dieser Stichprobe. Jetzt wird es interessant. Wie sieht es denn mit x gleich 7 aus? Das ist ja gerade das Ergebnis unserer Stichproben. Die haben wir noch nicht ausgerechnet. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir für n gleich 10 und p gleich 1/2 für x 7 bekommen? Aber das ist kein Problem. Können wir im Rechner nachschauen. Das ist 0,117 plus die Wahrscheinlichkeit, die wir hier hatten. Und da brauchen wir schon gar keine Summe mehr zu bilden. Wir sehen hier schon, das ist größer als 1/10. Ja? Nicht so sehr viel größer, 0,117 im Vergleich zu 0,1. Aber auf jeden Fall ist das Ergebnis, dass wir 7 Jungs und 3 Mädchen haben, wenn unsere Grundhypothese stimmt, dass die Wahrscheinlichkeit 1/2 für Jungs und Mädels ist. Nicht extrem unwahrscheinlich. Dieser Wert von 7 ist nicht zu groß, als dass wir unsere Nullhypothese H0 verwerfen würden. Das heißt, jetzt haben wir hier was aufgebaut, wo wir eigentlich in Zukunft, solange wir hier immer n gleich 10 haben, kann natürlich passieren, im anderen Krankenhaus kommt 20 raus, aber bleiben wir mal bei n gleich 10 und dann haben wir jetzt hier für unsere Grundannahme, für unsere Nullhypothese gemerkt, Werte 10, 9 und 8, wenn die herauskommen, dann verwerfen wir H0 und akzeptieren H1, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit größer als 1/2 ist, als wahr. Das heißt, diese Werte schreiben wir nochmal hin und nennen das Verwerfungsbereich. Wenn die Zahl rauskommt, dann verwirf H0 und nimm H1 an, der Verwerfungsbereich. Für n gleich 10 ist also ein Wert 8, 9 oder 10 im Verwerfungsbereich. Ein anderer Begriff dafür ist Ablehnungsbereich. Ja? Und wir lehnen dann H0 ab. Alle anderen Werte führen dazu, dass wir H0 beibehalten. Der Verwerfungsbereich hängt von n ab. Das heißt auch, wenn wir immer die gleich großen Stichproben ziehen, können wir eigentlich hier immer sofort reinschauen und können eine Entscheidung fällen. Was uns klar sein muss, ist, wir können hier einen Fehler machen. Wir haben gesagt, extrem unwahrscheinlich ist 0,1. Das ist eine willkürliche Festlegung. Auch wir können ja 0,01 draus machen. Verändert hier natürlich alles, aber klar ist natürlich, wir haben uns diese Entscheidung jetzt mit einem gewissen Fehler erkauft. Es ist ja nicht unwahrscheinlich, wenn unsere Nullhypothese stimmt, dass hier 9 rauskommt. Das sehen wir hier gerade. Null ist es nicht. Das heißt, es könnte sein, dass wir H0 verwerfen, obwohl sie richtig ist. Wir begehen einen Fehler erster Art. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir diesen Fehler begehen, ist genauso groß wie das Signifikanzniveau. Das heißt, wenn wir dieses Experiment hier 100 Mal ausführen würden, das heißt 100 Krankenhäuser anrufen, jedes Mal sind es 10 Neugeborene und wir zählen die Anzahl der Jungs und dann würden wir beim Signifikanzniveau von 0,1 würden wir in 10 Fällen von den 100 einen Fehler begehen. Ja?
beim 1%igen Signifikanzniveau eben nur einmal. Das heißt, das ist ein Test, der auf Statistik beruht und der eben auch Fehler enthalten kann in der Entscheidung. Okay, jetzt sind wir so weit, dass wir nochmal alles zusammenfassen können. Was wir hier genau durchgeführt haben, als ein Beispiel für einen Hypothesentest in der schließenden Statistik, das nennt man exakter Binomialtest. Binomial kann man sich vorstellen, wir haben ja mit der Binomialverteilung gearbeitet, hier steht sie auch schon. Ja, das heißt, wir haben Variablen betrachtet, ob das dann später Jungs oder Mädchen sind oder ob das ein Münzwurf-Experiment, das ist immer ein Bernoulli-Experiment, was wir n-mal durchführen. Und exakt ist, weil wir wirklich mit dieser Verteilung arbeiten. In der Literatur und auch im Studienbrief finden Sie dann auch approximative Binomialtests, weil wir zum Beispiel 1000-mal etwas durchgeführt haben und wir dann die Gauss-Verteilung nehmen als Annäherung für die Binomialverteilung. Ansonsten, der Ablauf hier läuft für alle Hypothesentests eigentlich immer in der Form ab, wie wir sie gemacht haben. Wir legen eine Hypothese fest, eine Nullhypothese, unsere Basis, mit der wir dann auch die Wahrscheinlichkeiten ausrechnen. Hier im Beispiel war das, die Wahrscheinlichkeit für eine Junggeburt ist 1/2, genauso groß wie für eine Mädchengeburt. Wir haben eine Gegenhypothese, die formulieren wir auch. Die Wahrscheinlichkeit für eine junge Geburt ist größer als 1/2. Wir müssen dann entscheiden am Ende, welche von den beiden halten wir für nach wie vor für wahr. Gibt es jetzt in der Stichprobe, die wir durchführen, wirklich signifikante Daten, die dazu führen, zu sagen, die H0 kann falsch sein, kann nur falsch sein. Dieses extrem unwahrscheinliche Wert ist zu groß, haben wir gefasst mit dem Signifikanzniveau. Symbole fürs Alpha. Wir haben sie im Beispiel durchgeführt für 0,1, aber wenn man sich die Zahlen ansieht, die an der Tafel standen, sieht man sofort, das könnte man jetzt auch für Alpha gleich 0,01 oder 0,05 durchführen. Die Entscheidung wäre eine andere, aber das Schema geht gleich. Dann haben wir eine Statistik eingeführt. Dieses X heißt dann auch oft Statistik. Wir haben einfach diese Indikatorvariable genommen, haben gesagt 1, wenn ein Junge ist, 0 für ein Mädchen. Das heißt, X enthält dann schlicht und ergreifend, wie viel Jungs gab es denn jetzt wirklich bei N Neugeborenen. Und da sind wir gerade beim Namen, Binomialtest. X ist jetzt binomial verteilt mit den Parametern N und 1/2. Und das 1/2 kommt gerade aus H0. Dann haben wir eine Stichprobe durchgeführt. Meldung kam, es gab 10 Neugeborenen innerhalb von 24 Stunden. Mit dieser Information n gleich 10 und p gleich 1/2 konnten wir den Ablehnungsbereich festlegen und haben gemerkt, zu große Werte für x sind genau die hier, nämlich 8, 9 oder 10. Jetzt sehen wir hier, das Krankenhaus hat gemeldet 7 Junggeburten und das ist hier nicht drin. Und deshalb machen wir hier die Entscheidung, mit diesem Ergebnis, mit dieser Stichprobe, lehnen wir H0 nicht ab. Das behalten wir nach wie vor bei.